Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Im Raum Aurich und Flensburg wurde Katastrophenalarm gegeben. Auf Fehmarn und in anderen Regionen der Ostseeküste, wie hier in Flensburg, stehen weite Gebiete unter Wasser. 80 Ortschaften im nördlichsten Bundesland sind ohne Strom. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat einen Krisenstab gebildet. Ministerpräsident Stoltenberg brach seinen Urlaub ab. Die Kaltwetterfront dehnt sich inzwischen. Vor genau 40 Jahren klang der Wetterbericht um 20 Uhr in der Tagesschau noch sehr beruhigend. Im Norden Niederschläge, östlich der Elbe Schnee, sonst Regen. Wenige Stunden später brachen Verkehr und Infrastruktur zusammen. Die Temperaturen fielen auf bis zu minus 27 Grad und über Norddeutschland fegten Orkanböen hinweg. Das alles wurde zur größten Schneekatastrophe in Deutschland der Nachkriegszeit. In Ostfriesland fielen innerhalb weniger Stunden bis zu 70 cm Neuschnee. Der Wind türmte diesen Schnee zu meterhohen Verwehungen auf. Viele Ortschaften, so auch Aurich, waren von der Außenwelt abgeschnitten. Damals gab es noch kein Handy, mit dem man mal ebenso drauf losfilmen konnte, wie wir das heute kennen. Doch einige mutige Auricher schnappten sich damals ihre 8mm und 16mm Schmalfilmkamera und wagten sich nach draußen ins weiße Chaos und filmten. Und genau diese Filme sind jetzt wieder aufgetaucht.